Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Lesenswert-Quartett hier aus dem Palais Biron in Baden-Baden. Zu unserem literarischen Quartett gehören als feste Mitglieder Insa Wilke, freie Kritikerin aus Frankfurt, Itschoma Mangold, seit vielen Jahren Teilnehmer unserer Runde, von der Literaturredaktion der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg. Und als Gast heute begrüßen darf ich Katja Gasser, die die Literaturredaktion des ORF verantwortet. Wir erleben ja gerade eine Zeit des ORF-Fernsehens. Ja, noch sind sie nicht verschmolzen. Sie haben mich größer gemacht, als ich bin. Na ja, gut, das wird vielleicht auch noch kommen. Kommt. Trimedialität steht uns allen bevor. Das Fernsehen sei immer größer. Ja, aber alles zusammen wäre dann okay. Wir erleben ja gerade eine Zeit des wiedererstarkenden Nationalismus. Da muss man nicht nur nach Polen oder nach Ungarn oder in die Türkei schauen. Kehren wir vor der eigenen Haustür und erinnern uns doch an einen Satz von Karl Kraus, der einmal so schön sagte, Deutschland und Österreich seien getrennt durch ihre gemeinsame Sprache. Diesen Satz hat Karl Kraus William Butler Yeats ja gemein geklaut, der dasselbe vom Verhältnis Irland und England behauptet hat und gesagt, Irland und England seien getrennt durch ihre gemeinsame Sprache. Aber mich würde es interessieren, Katja Gasser, gibt es denn für Sie österreichische Literatur? Ist das eine eigene Abteilung in Ihrer Bibliothek? Oder gibt es für Sie nur die deutschsprachige Literatur? Wie ordnen Sie privat Ihre Bücher? Ich ordne privat und auch beruflich Bücher nicht nach ihrer nationalen Herkunft. Wiewohl ich aber glaube, dass es so etwas wie österreichische Literatur gibt, einfach weil Literatur immer sehr oft an einen Kontext, an einen historischen, an einen kulturellen, an einen geografischen Kontext gebunden ist. Und wenn man zum Beispiel an Josef Winkler denkt oder Elfriede Jelinek. Es ist kaum vorstellbar, dass diese zwei Autoren aus Norddeutschland kämen. Die sind stark verwurzelt mit der österreichischen Kultur, mit der österreichischen Politik, mit der österreichischen Historie. Und wenn man kontextuell argumentiert, muss man sagen, ja, es gibt so etwas wie österreichische Literatur. Wiewohl ich gegen Zuordnungen jeder Art, wenn es um Nationalitäten geht, sehr vorsichtig wäre. Aber nicht nur konzeptuell, ich würde sagen, sogar ästhetisch könnte man doch sagen, die österreichische Literatur ist immer stärker auf der Seite des Sprachexperiments, immer stärker auf der Seite des Formbewusstseins. Teile davon. Wie auch immer. Wir kommen zu unserem ersten Buch und das ist der Hybridautor schlechthin. Fernando Aramburu Patria heißt sein Roman. Ein Autor, der in Spanien gefeiert wird, der einige sehr renommierte Preise für diesen Roman Patria in der spanischsprachigen Welt erhalten hat, der aber seit über 30 Jahren in Deutschland lebt, in Hannover. Katja Gasser stellt Patria vor. Fernando Aramburu, hervorragend übersetzt, gleich zu Anfang zu sagen, von Willi Zurbrüggen. Patria ist in Spanien längst so etwas wie ein Bestseller geworden. Aramburu hat dafür auch schon viele Preise eingeheimst. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass wenn ich bin ja Berufsleserin, wie wir alle nicht, wenn mir so ein Ziegel zukommt, öffnet sich im ersten Moment nicht unbedingt mein Herz, ja, weil man muss das ja auch lesen. und ich bin weder eine Verfechterin von... Sei nicht so kleinlich. Ja, eben. Ich bin kleinlich. Und ich bin keine große Leserin von Familienromanen, so groß aufgezogene Geschichten sind nicht unbedingt mein Herzensmetier. Mich interessiert immer mehr die sprachliche Seite, die formale Seite an Texten. So, und dann Fernando Aramburu. Erzählt wird darin nur einmal, um die inhaltliche Seite auszuschildern, die Geschichte zweier Familien durch Jahrzehnte, die letztlich Nationalismus, Ideologie spaltet. Das Ganze spielt sich in Spanien ab, im Baskenland. Einer der Söhne dieser zwei Familien wird Mitglied der ETA, die ja bekanntlich oder nicht bekanntlich 2011 erst ihren blutigen Kampf niederlegte. Und diese Spaltung, bedingt durch das Nationale, das Ideologische, durch Politisches, geht dann mitten durch diese zwei Familien. Das ist der narrative Rahmen, von dem erzählt wird. Das wirklich Spannende, wie ich finde, an diesem Buch ist aber, wie von dieser Katastrophe erzählt wird. 40 Jahre, 100 Kapitel, also Kurzkapitel.
Genau. Jeweils so etwa 4-5 Seiten. Genau. Unzählige Figuren kommen vor. Und das unglaublich Überzeugende, finde ich, an diesem voluminösen Roman ist, dass ja inhaltlich von einer ungeheuren Verengung erzählt wird. Es wird davon erzählt, dass diese Ideologie, dass dieses Nationale, dass diese Figuren, dass diesen Figuren aufoktroyiert wird, sie in ihrem Denken und Empfinden immer enger macht. Was Aramburu aber formal macht, ist genau das Gegenteil von dieser inhaltlichen Seite, nämlich er splittert diese Verengung in eine möglichst weite Perspektive auf. Man bekommt diesen Roman serviert aus unterschiedlichsten Perspektiven. Das geht so weit, dass manchmal die Perspektive in einem Satz wechselt. Und also er springt da wirklich vom Ich zum Er. Vom Ich zum Er, auktorial. Es wird bunt gemischt. Und das Schöne an dieser formalen Seite dieses Romans ist aber auch, dass die nicht aufdringlich ist. Nicht? Es gibt sehr formal avancierte Literatur, wo man dann tatsächlich als Leser mit der Form beschäftigt ist. Das ist in diesem Fall nicht der Fall. Wissen Sie warum? Weil diese formale Avanciertheit eine reine Simulation ist. Dies ist einer der konventionellsten Romane, die ich je gelesen habe. Ich finde den Stoff spannend, aber ich finde genau diese ganze formale Darstellung ist so durchschaubar und auch oft deswegen gähnend langweilig, weil in Wahrheit lebt dieses ganze Erzählprojekt von einer unerträglichen Allwissenheit. Von einem allwissenden Autor, der überall, wo es ihm gerade passt, in diesen Kopf reinschaut, in jenen reinschaut. Die Dialoge sind unerträglich, es sind Dialoge, die nicht füreinander, da reden nicht die Menschen miteinander, weil sie miteinander reden, sondern mit der Leser erklärt, didaktisch erklärt bekommt, was es mit dem Konflikt gerade wieder auf sich hat. Meine Lieblingsstelle, dieses Verfahren wendet der Autor ständig an. Aber, das ist die sogenannte Onkeldramaturgie, wenn also eine Figur auf der Bühne erscheint und der Neffe ist da, dann muss dem Neffe erklären, Schau an, da kommt Thomas, dein Onkel. Ja. Du musst dich, sagt er, du musst dich an den Gedanken gewöhnen, dass die Ether ein, wie soll ich sagen, Aktionsmechanismus ist. Dann sagt der Vater, nicht so ein ganz gebildeter Mensch, wenn ich nichts verstehen soll, rede nur weiter so. Und nun kann der Sohn sagen, die Ether muss ununterbrochen Aktionen durchführen. Er erklärt also, was ein Aktionsmechanismus ist. Sie kann nicht anders, sie ist schon seit langem dem Auto. Und das heißt, sie haben nie das Gefühl, dass diese Dialoge stattfinden, weil zwei Menschen irgendwas voneinander wollen, sondern weil der Autor halt sein Wissen über die Äther wieder weitergeben möchte. Ja, aber das ist eine Behauptung, die Sie jetzt in den Raum stellen, kann man genauso gut widerlegen, nicht? Also ich empfinde das auch nicht so, ich habe das auch nicht so gelesen, wie Sie das jetzt ausschildern. Ich finde, dass dieses Spannungsmoment, das er aufbaut, das zieht sich durch den ganzen Roman durch, aber das kann man ihm auch nicht vorhalten. Das ist halt das formale Projekt, das er sich für diesen Roman vorgenommen hat. Was ist jetzt das Spannungsmoment? Das Spannungsmoment ergibt sich für mich daraus, dass eben das, was ich ursprünglich gesagt habe, dass einerseits inhaltlich von einer absoluten Verengung die Rede ist auf diesen 700 irgendwas Seiten, formal aber dieser Text den Versuch unternimmt, diese Verengung aufzubrechen. Und ich finde, nach meinem Empfinden, gelingt das. Nicht nur bei den Dialogen, sondern wie diese Figuren eingeführt werden, welches Eigenleben die auch entwickeln. Ich habe das Gefühl, diese eine Frau, die Tochter der einen Familie, die im Rollstuhl endet, die einen Schlaganfall, glaube ich, hat. Nicht? Ich hatte am Ende des Buches das Gefühl, ich kenne diese Frau, ich verstehe diese Frau, ohne dass es mir besonders simplifiziert daherkäme. Man kennt die Person alle wahnsinnig gut, weil sie nicht in der Lage sind, irgendwas nicht auszusprechen. Was immer die Figuren empfinden oder tun, wird der sofort kommentiert, weil der Autor immer schon im Kopf der Figuren sagt, und jetzt empfindet sie das und das. Ich kann ja mal den Mittelweg einschlagen. Ach, der bringt das doch sehr den persönlich. Tod. Nein, es ist gar nicht so persönlich, glaube ich. Also ich finde das Buch tatsächlich auch konventionell erzählt und finde, er hat es überhaupt nicht nötig, so zu tun, als sei er irgendwie avantgardistisch oder als sei er ästhetisch. Tut er auch nicht. Doch, er tut es. Er tut es durch einen zunehmend anwesenderen Erzähler, der kommentierend mit rhetorischen Fragen eingreift. Ich verstehe auch nicht ganz diese merkwürdigen Wortalternativen, die er uns manchmal gibt. Ja. Was übrigens mich erinnert an Arno Geiger, der das ja auch macht mit diesen Wirgeln, die er einsetzt, um den Text zu rhythmisieren. Auch da würde ich sagen, ist es nicht nötig, diese ästhetische Scheinradikalität oder so zu zeigen. Das ist ein konventionell erzähltes Buch und es lebt davon, dass er von den Figuren erzählt, dass er die Gefühle der Leser auf ganz klassische Weise identifikatorisch lenkt. Man ist am Anfang bei den Müttern, die da erzählt werden, dann fängt man an, die Mütter zu hassen, weil man merkt, wie sie die Kinder einengen. Am Ende ist man dann wieder da, man ist voller Hass auf diesen Äther-Täter.
der dann aber wie so ein Jüngelchen nach Hause kommt und von seiner Mutter die Wäsche waschen lässt und so weiter. Also das macht er schon sehr, sehr gut und das macht er mit ganz klassischen, konventionellen Mitteln. Und ich finde, er hat damit recht, weil das Buch ist schon wichtig. In einer Zeit, in der überall in Europa und der Welt extremistische Bewegungen Zulauf haben, zeigt er eben, was die Folgen sind, wie über Generationen das Leben der Angehörigen davon belastet ist. Und das ist für mich die Wucht dieses Buches, das legitimiert die absolut konventionelle Erzählung, weil er damit ein breites Publikum erreicht. Ich finde es aber nicht, dass die Spannung darin liegt, in irgendeinem Gegensatz zwischen formaler Weite und Verengung, zumal die Verengung ja schon vorher da ist. Also er zeigt ja, woher diese Ether-Leute herkommen, aus einem dörflichen Milieu, das ganz traditionell ist, mit ganz klassischen Männer- und Frauenrollen. Das ist ja schon vorher eng. Jetzt dürfen wir aber nicht den Fehler begehen, in die Topoi zurückzufallen, der 70er und 80er Jahre, als man einen Diktator Moderne hochhielt und sagte, so kann man heute nicht mehr erzählen. Man kann selbstverständlich so konventionell erzählen, wenn man es kann. Und Herr Aramburu kann so erzählen. Und es ist ja kein geringes Vorhaben, was er sich da auferlegt. Nämlich, wir alle sind ja groß geworden mit den Nachrichten vom Terror der ETA. Wir halten mal fest, die ETA hat nichts weniger als 800 Morde auf dem Gewissen. Und dieser Roman stellt die einfache Frage, wofür sind diese Menschen denn nun eigentlich gestorben? Und das ist ja kein triviales erzählerisches Vorhaben. Ich wünschte mir, es gäbe einen solchen Roman über die RAF beispielsweise. Auch das von Ihnen angesprochene Dialogszenario am Frühstückstisch halte ich für so ausgeschlossen nicht. Also ich habe durchaus solche Dialoge beispielsweise mit meinen Eltern geführt. Sind Sie so ein didaktischer Typ? Ja, Moment. Das kann man sich wollen vorstellen. Das jetzt, also, lügen ein bisschen, glaube ich, hier. 100 Kapitel, die so kurz sind und die jeweils springen zwischen den Beteiligten. So einfach und so süffig ist das hier nicht wegzulesen. Das erfordert schon die große Mitarbeit durch die vielen Charaktere der Leserin, des Lesers. Also ganz so trivial fand ich das nicht. Aber, und hier stoße ich sehr ins selbe Horn wie Insa Wilke, die Aktualität dieses Romans erscheint mir eben nicht nur in der historischen Rückschau, dass mir hier erklärt wird, was war die ETA, die haben sich aufgelöst, Waffenstillstand und so weiter. Das schon auch und das sehr konkret. Aber natürlich ist es ein exemplarischer Roman darüber, wie Terroristen gemacht werden. Und das könnten ja Leute sein, die heute zum Islamischen Staat gehen. Aber nicht nur, Entschuldigung. Die Mechanismen ähneln sich vollkommen. Es ist ein Sammelbecken für die Unzufriedenen, für die Entrechteten, für die scheinbar ins Abseits gestellten. Nein, die Entstehung des ETA-Terrorismus scheint mir nach diesem Buch ein ganz anderes zu sein. Also diese Art, die Rekrutierung des IS aus westeuropäischen Milieus, glaube ich, folgt aus einer ganz anderem Verhältnis. Das Spannende an dem Buch stofflich, finde ich es ja auch total aufregend, ist ja, dass sie aus geschlossenen Dörfern, die eigentlich eine homogene Gesellschaftsstruktur haben, geht dieser Riss und das Morden mittendurch. Das ist ja das Erschreckende. Und die Dorfgemeinschaft schweigt darüber, weil sie es hinnimmt, weil sie sagt, das ist ein solcher Konflikt. Unsere Gegnerschaft zu Spanien ist so groß, dass wir in Kauf nehmen, dass der Nachbar, mit dem wir alles geteilt haben, jetzt von unserem eigenen Sohn erschossen worden ist. Das ist nun mal die Tragik des spanisch-baskischen Konfliktes. Also es ist so wahnsinnig innen und nah. Eine Gegnerschaft zu Spanien, die seit 800 Jahren natürlich. Eine Besetzung dieses Landes. Ja, ich rechtfertige es überhaupt nicht. Darstellt. Ich will nur sagen, das ist ein bisschen was anderes, als wenn nicht integrierte Migranten nach Syrien gehen. Aber bitte. Sie sind Stammgäste. Wahrscheinlich wollen wir was Ähnliches. Ja, wenn das kein Augenblick ist. Dann ja, genau. Es ist aber im Moment sehr populär. Nicht? Nach Ihnen auf dem Weg zum Verfolgen. Wahrscheinlich sowieso was Ähnliches sagen. Also. Nein, ich wollte, für mich ist es zum Beispiel überhaupt kein exemplarischer Roman darüber, wie Terroristen entstehen. Was ich thematisch das Interessante, und ich bleibe dabei, ich finde, natürlich ist das ein konventioneller Roman, aber das, was mich daran interessiert, ist, wie diese Konvention für Leser, die vielleicht nicht wahnsinnig viel lesen, unterwandert wird und auf eine Weise, die auch inhaltlich Sinn macht. Nicht? Das ist ja nicht diesem Text übergestülpt, sondern das hat ja eine innere Verbindung zu dem, wovon ihr erzählt wird. Das dazu, aber zum Inhaltlichen, was ich das eigentlich Interessante und Brisante für unsere Gegenwart finde, ist, dass davon erzählt wird, was diese nationalen und terroristischen Narrative mit den Menschen anrichten. Nicht? Wie Widerstand
Widerstand funktioniert gegen den Druck einer Masse, die sich auf einmal in diesem Dorf bildet, die schweigsam ist. Wie wenig Menschen bereit sind, obwohl sie tief innig befreundet sind, aufzustehen und zu sagen, nein, in diesem Falle nicht. Also wenn man diesen Roman gelesen hat, blickt man schon mit anderen Augen auf die Freiheitsbestrebungen, Unabhängigkeitsbestrebungen in Europa, wie zum Beispiel in Katalonien. Aber ich muss doch noch mal sagen, es geht im großen Teil dieses Romans um etwas anderes. Nicht darum, wie die Äther entstanden ist, wo die herkommen, sondern es geht um das wirklich darum, danach zu fragen, was machen die Angehörigen der Opfer, was passiert mit ihrem Leben. Darauf ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk dieses Buches. Und das Zweite, was ich wiederum auf der Äther-Seite interessant finde, oder bei dieser Frage, warum wird geschwiegen, da ist noch ein anderer Nebenaspekt interessant, den ich finde, er sehr, sehr gut erzählt, nämlich den Widerspruch zwischen familiären Bindungen und politischen Einstellungen. Mhm. Also, dass ein Äther-Überzeugter gleichzeitig nicht den Bruder, der schwul ist, der Schriftsteller wird, der ein solches Buch schreiben könnte, nicht loslässt. Und diesen Konflikt, der diese Dorfgemeinschaft so ganz wesentlich prägt und diese ganze Gesellschaft so prägt, den erzählt er ganz beiläufig und ich finde ziemlich gut. Fernando Aramburu in der deutschen Übersetzung von Willi zu Brücken, die wir, glaube ich, alle einhellig loben, im Rowohlt Verlag erschienen, Patria, und kommen damit zu einem Roman, der schon durch seinen Untertitel deutlich macht, durch seine Genrebezeichnung, dass es etwas Besonderes ist, zu Esther Kinski. Die kennen wir als Übersetzerin, zum Beispiel aus dem Russischen, aus dem Polnischen. Wir kennen sie auch als Autorin. Und sie hat neu einen Geländeroman vorgelegt. Hain heißt der. Und Insa Wilke stellt ihn vor. Ja, das ist nun tatsächlich überhaupt nicht konventionell erzählt. Das ist eines der Bücher, für die ich, glaube ich, Literatur zu meinem Beruf gemacht habe, weil es elementare Literatur ist. Und wir können ja erstmal beim Titel bleiben. Daran sieht man das, glaube ich, schon, was ich damit meine. Hain ist erstmal ein Wort, das ganz unscheinbar ist und tatsächlich einen ganz großen Hallraum öffnet. Also der Hain, in dem die Götter verehrt werden, in dem die Toten verehrt werden, in dem die Dichter verehrt werden. Ein Ort, an dem Verfolgte Schutz suchen können. Es öffnet sich ein ganzer Assoziationsraum und gleichzeitig kann man einen Hain auch einfach lesen als eine Gruppe von Bäumen, die beschrieben wird, die bestimmte Stimmungen hervorruft. Und das ist, glaube ich, daran kann man schon zeigen, wie Esther Kinskis Sprache arbeitet, was das Besondere dieses Buches ist. Und es ist ein Triptychon in zweifacher Hinsicht. Es ist ganz formal in drei Teile aufgeteilt, die in Italien spielen. Es ist aber auch im übertragenen Sinne ein Triptychon, weil es erzählt von einem Ort zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. Und diesen Ort nennt Esther Kinski Hinterbliebenschaft, so benennt sie ihn. Es ist ein Ort, den man eigentlich nur als Einzelmensch betreten kann, weil es auch ein Ort des Selbstverlustes ist. Und sie ermöglicht es uns durch die Art, wie sie spricht, wie sie schreibt, mit ihr in diesen Ort zu betreten. Und dazu muss man vielleicht als Hintergrund wissen, dass Esther Kinski einen Lebensgefährten hatte, der auch Übersetzer war wie sie, Martin Chalmer. Und der ist 2014 gestorben. Und dies ist das vierte Buch, das sie schreibt als Auseinandersetzung mit seiner Krankheit, mit seinem Sterben und mit seinem Tod. Und das ist vielleicht der Hintergrund, den man wissen muss, um auch die Dimension dieses Verlustes einordnen zu können, weil es eben auch eine Arbeitsbeziehung war. Wenn man ihr letztes Buch, Karadag 13, Oktober 13, liest, dann sieht man, wie die beiden auch zusammengearbeitet haben, wie sie Sprachlandschaften erkundet haben, wie sie in den Peripherien Europas gereist sind. Und dieses Buch macht zweierlei interessanterweise. Einerseits kann man es als Widerstand gegen den Tod lesen, als eine Art Orpheus-Geschichte. Und ich glaube, das, was Orpheus mit dem, eigentlich hätte er sich ja nicht umdrehen sollen, macht, das ist bei ihr der Versuch, an diesem Zwischenort zu bleiben, nicht zu benennen. Sie verliert ja auch ihre Sprache. Und man kann es aber auch lesen als den Versuch, sich genau im unbeschriebenen, unbetretenen Gelände wieder zu verorten. Also genau das Gegenteil zu machen und mit dieser, so heißt es einmal, unerwarteten Fremde, die sie durch den Tod dieses Gefährten M erfährt, zu überleben, sagt sie sogar, diese unerwartete Fremde zu überleben. Und das ist das Existenzielle dieses Buches. Also für mich eins der besonderen Bücher in diesem Jahr. Ich schon mal Mangold, ja? Entschuldigung, nein, nur ich bin jetzt natürlich
in einer gewissen Widerstandsenergie, weil man mir diesen Aramburo so madig gemacht hat. Das muss jetzt die arme Esther Kinski ausbaden. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich stimme Ihnen völlig zu. Ich halte das für ein herausragendes Buch, aber weil Sie eingangs gesagt haben, es sei nicht konventionell, das ist ein hochkonventionell geschriebenes Buch, nach meinem Dafürhalten. Was dieser Text auf außerordentliche Art und Weise kann, ist, dass er unglaublich präzise gearbeitet ist. Aber an diesem Text ist außer, dass fast nichts erzählt wird, außer beschrieben, nichts unkonventionell. Also die Handlungsarmut, es liegt nicht an der Unfähigkeit von Insa Wilke, einen Plot zu erzählen, sondern es liegt an der Unfähigkeit dieser Autorin, einen Plot zu entwickeln. Es gibt hier de facto keine Handlung, die man nacherzählen kann, sondern es sind Reflexionen. Am Anfang begegnen wir der schönen Unterscheidung im Rumänischen, die in ihren Kirchen einen Unterschied machen zwischen den Lebenden, den Vii und den Mori, den Toten. Und wenn jemand stirbt und der hat eine Kerze angezündet bekommen, noch als Lebender, als Todkranker, dann trägt man diese Kerze von der Seite der Lebenden zu der Seite der Toten. Und das ist das, was dieses Buch macht. Würden Sie, Ichoma Mangold, dennoch versuchen, so eine Art von Handlungsentwicklung in diesen drei Teilen dieses Triptychons zu Ja, das kann ich gerne versuchen, wenn Sie mir das über drei Bögen erlauben. Der erste Bogen ist, ich möchte das konventionell aufgreifen und das gewissermaßen hegelianisch nicht versöhnen, aber doch zusammenführen. Dieses Buch oder dieser Roman ist konventionell im Sinne einer bestimmten Avantgarde oder moderne Vorstellung, wo ich manchmal das Gefühl habe, es liegt auch so ein bisschen was Prätentiöses in diesem in der Tat sehr präzise gearbeiteten Roman, aber in seiner radikalen Verneinung von allem, was Spannung, was Handlung, was Greifbarkeit, was Ironie, was Witz, was Dialog ist. Er will ungeheuer schlank und puristisch sein. Dann könnte man ihn eben auch konventionell nennen im Sinne eines Avantgarde-Modells. Sie haben den Schwerpunkt auf den Titel Hain gelegt. Man bekommt von dem Wesen oder der Art dieses Buch, wie es sich anfühlt, mehr mit, finde ich, wenn man den Untertitel heranzieht, Geländeroman. Tatsächlich nach dem Tod von M ist die Erzählerin, die mit Esther Kinski vermutlich sehr identisch sein wird, in Italien. Und zwar zuerst, es ist ein Triptychon aus drei Teilen, im ersten Teil in Olevano, ein Bergdorf in den Albaner Bergen südlich von Rom. Die Autorin ist witzigerweise oder nicht zufälligerweise in der Winterzeit da. Das ist ein Dorf berühmt für deutsche Maler. Darf ich meinen Gedanken bitte jetzt... Um Gottes Willen. Das ist doch alles so nacheinander aufgebaut und steigert sich dann hin zu den berühmten deutschen Malern. Ja, nein. Jetzt muss aber ein Gedanke kommen, Herr Mangold. Ja? Die Erwartungshaltung ist Mach die so. Türen auf für Mangolds Gedanken. Dass der da auch durchpasst. Ja, jetzt muss ich es unterspielen. Esther Kinski ist in Olevano, den Ort, der hat ist ein Mythos der deutschen Kunstgeschichte seit dem frühen 19. Jahrhundert, als die Deutschrömer um Koch herum nach Olevano gingen. Wenn wir heute im Museum so eine typisch süditalienisch, wildromantische Ruinenlandschaft sehen, dann kann man darauf wetten, dass das irgendwo um Olevano herum gemalt worden ist. Und genau in diesem Ort, der unsere in Bilder Italiens abrufen könnte, entwirft sie ein ganz anderes Roman und deswegen Geländeroman. Sie interessiert sich ein bisschen übrigens wie Peter Handke, geht mir da auf. Sie interessiert sich mehr für diese Räume dazwischen, das, was man in Italien manchmal die Zona Industriale nennt. Also das, was eigentlich gar nicht pittoresk ist, das, was gar nicht mit Farbenüberschwang kommt. Das, was weder städtische Urbanität auszeichnet, noch idyllische Landschaft, was oft eher so vernutzt wird, was zwischen den Regionen liegt. Und darin liegt ihre... Das ist eine hochbegabte Autorin, das ist gar keine Frage. Ihre große Gabe liegt darin, diesen Zwischenbereich, der aber mehr oder weniger grau ist, so auszuerzählen, dass man plötzlich das Gefühl hat, die Graupalette ist riesengroß und kann unglaublich differenziert und nuanciert werden. Dies ist ein Roman fast ohne Farbe. Und das ist mir manchmal ein bisschen zu prätentiös, weil ich den Eindruck habe, die Autorin achtet so sehr darauf, dass auch nirgends ein bisschen Farbe reinkommt. Allerdings dort, wo die Farbe dann eine Rolle spielt, berührt es mich auch wieder. Jetzt sind wir beim zweiten Teil. Das sind Kindheitserinnerungen. Ihr Vater war auch ein großer Italienfreund und ist mit der Familie immer nach Italien gereist. Und er hatte eine Leidenschaft einerseits für etruskische Totenstädte, aber auch für das Lapislazuli. Und wie erzählte seiner Tochter auch früher, wie das Lapislazuli in den Bergwerken von Persien gewonnen wurde. Und dieses Blau des Lapislazuli, das die Autorin dann irgendwann auch noch verknüpft mit Fra Angelico, dem Maler, dem mittelalterlichen Maler, der die Mariengewände aus diesem Lapislazuli malt, das scheint plötzlich in diesen Grautönen
von lauter Pappeln. Das ist, glaube ich, die Pappeln und Kiesgruben sind gewissermaßen die Kulisse dieses Romans. Scheint dann manchmal dieses Blau von Fra Angelico durch. Und diese Wirkung finde ich dann auch wieder sehr stark und eindrucksvoll. Und jetzt merkt man schon, dass man überhaupt nichts erfährt, wenn man den Inhalt dieses Buches erzählt. Denn es ist ein existenzielles Buch. Also es ist kein Reisebuch und es ist auch kein Buch über Lapis Lazuli. Sondern natürlich ist der Ort grau. Es ist ein Ort, in dem die absolute Verlorenheit herrscht. Nicht nur die Verlorenheit eines anderen Menschen, sondern die Verlorenheit des Ichs. Und es ist der Versuch, und das Triptychon ist, glaube ich, wichtig, es ist der Versuch, sich wieder zu verorten. Und im ersten Teil des Triptychons, der in Olevano spielt, da ist der Selbstverlust total. Da ist es ganz vorsichtig. Sie steht da ja auch immer am Fenster. Also die Zwischenwelt ist da wichtig. In dem mittleren Teil, das ist die Erinnerung an den Vater. Da kommen die Farben ins Spiel. Das ist auch durchaus mal witzig, weil es aus den Augen... Nee, das ist es nicht. Doch. Ich habe es mir notiert. Es gibt eine Stelle, die man bei sehr viel gutem Willen als witzig durchgehen lassen könnte. Sonst ist dieser Roman, und zwar vermutlich... Auch wenn Sie uns dieses Buch als witzig verkaufen wollen, sind wir geschiedene Leute. Hier geht man zum Lachen nicht in den Keller, hier geht man zum Lachen in den Sarg. Aber darf ich an dieser Stelle einhaken? Nämlich nicht beim Humor, weil da sind wir auf verlorenem Posten, glaube ich. Sie finden das auch witzig. Nein, aber ich finde auch, dass es vor allem... Ich würde das gerne schon noch mal klarstellen, weil es mir wichtig ist. Ich finde es nämlich nicht witzig, so darüber zu reden. Nein, ja, ich wollte eben an anderer Stelle einhaken, nämlich weil beide das Wort prätentiös ins Feld führen. Ich empfinde das überhaupt nicht prätentiös und ich habe den Verdacht, dass alles, was tatsächlich an die Existenz geht, sehr gern als prätentiös tituliert wird, einfach nur, damit man sich's vom Leib hält. Na Moment, aber der Titel Hain, da sind wir uns doch mal einig. Ja, darf ich nur zu Ende führen, meinen Gedanken? Und Geländeroman, da ist doch schon ein Büschchen, also... Ja. Was Oasensiegenlederhaftes es ist nicht angesprochen. Was? Es ist nicht Patria, nicht? Es ist der Hain. Aber jenseits des Titels, für mich ist das tatsächlich, da gebe ich Ihnen völlig recht, ein zutiefst existenzielles Buch, das darüber nachdenkt, wie man sich in dieser Welt zurechtfinden kann. Es kommt ja nicht zufällig unzählige Male das Wort Obdach vor. Es geht um die Frage, wie gibt man sich Obdach in dieser Welt und wie geht man in Anbetracht der privaten und politischen Obdachlosigkeit um. So etwas wie Politik spielt in diesem Roman nämlich auch eine Rolle, nur an ganz fein eingewobenen Stellen, wie eben jemand über so etwas schreibt, der in der Beobachtung sehr fein ist, aber sehr genau die Dinge benennt. Für mich ist das ein zutiefst menschliches Buch über uns alle. Es hat überhaupt nichts Prätentiöses. Wie Sie darüber reden, hat fast was Prätentiöses. Wirklich? Dann bin ich einfach die prätentiös. Die Obdachlosigkeit. Also nein, aber das Wort so Obdach kommt ganz oft in diesem Buch vor. Ich finde, dass das ein schönes Wort ist, das wir uns behalten sollten. Ja, das ist genauso wie Demut und ein paar andere Dinge auch. In jedem Fall, ich finde, dass das es ist leicht lesbar. Ich finde nicht, dass das eben leicht ein... Lesbar. Es ist leicht lesbar. Es ist ohne Spannung. Ich liebe Bücher ohne Spannung. Und man kann sich auf diese Schilderungen einlassen. Ich hoffe, der Surkamp-Verlag liest mit für den Klappentext. Oder Surkamp hat einfach wieder gezahlt. Ich muss leider meinen Witz nochmal an. Nein. Leicht lesbar ohne Spannung. Ich liebe solche Bücher. meine Damen und Herren, ich liebe solche Bücher, leicht lesbar, ohne Spannung überhaupt nicht. Aber das ist ein Surkamp-Verlag im Zitat. Langsam. Wir sollten nur versuchen, noch mal klarer zu stellen, warum es ein gutes Buch ist. Es gibt einen Vorläufer von Esther Kinski, der eigentlich genau diese Sprache sehr gut beherrscht. Ein Autor, von dem in den 90er Jahren, als er Kometenhaft erschien, ein Kritiker mal klug sagte, der schreibt so, als schriebe er im Frack. Das ist W.G. Sebald. Und W.G. Sebalds Spezialität war, die Verheerungen der Naturgeschichte, das Aussterben biologischer Arten, ins Eins zu setzen mit den Verheerungen der Menschengeschichte, also des 20. Jahrhunderts, des Holocaust. Wir haben überhaupt noch nicht geredet über den Teil, der in Ferrara spielt und die Anknüpfung dieses Textes. Es gibt Giorgio Bassani, der große italienische Autor der Auslöschung der italienischen Juden in Ferrara, die Gärten der Finzi Contini. Das ist so ein Begleittext hier. Das schafft sie auf Niveau und ich glaube, das ist die DNA dieses Textes, das Nachdenken darüber. Sie ist die Mittlerin zwischen der Totenstadt, zwischen den Lebenden und den Toten. Sie ist die Mittlerin in diesem Text, die umgeht mit einem privaten Verlust und die darüber nachdenkt, welche Funktion kann Literatur haben angesichts der Verheerungen. So, wir sind uns einig, dass Hain von Esther Kinski im
Suhrkamp Verlag jedenfalls ein bemerkenswertes Buch ist. Und kommen zu einer Autorin, die 2 Jahre jünger ist als Esther Kinski, die über 60 ist. Angelika Klüsendorf ist Ende 50. Jahre später heißt ihr Roman. Ein Roman, mit dem sie die Trilogie beendet, die sie mit Das Mädchen und April 2011 und 2014 begonnen hat. Das Mädchen erzählt, es sind ähnlich schmale Romane wie diese. Das Mädchen erzählte von einer extrem depravierten Kindheit in der DDR. Vater, Mutter, Alkoholiker. Eine Kindheit, die ins Kinderheim führt, vom Selbstständigwerden dieser schwer beschädigten Frau, erzählte April, die sich benennt nach einem Popsong, April, deshalb dennoch aber deutsch ausspricht, April. Und jetzt erfahren wir in Jahre später von dieser Figur, dass sie in den Westen ging, so endete April, und was ihr dort widerfuhr. Das ist ein Ost-West-Roman, denn unsere Hauptfigur heiratet Ludwig, einen Chirurgen. Sie wird Schriftstellerin, sie lernt diesen Ludwig bei einer Lesung in Hamburg kennen. Und die beiden sind ein extremes Paar. Wir erfahren von der Geschichte ihrer Ehe. Sie hat einen bereits 11-jährigen Sohn. Dieser Ludwig ist aber ein irrlichtender Gestalt. Sie ist ohnehin eine extrem anarchistische Persönlichkeit, und diesen Anarchismus, der ist auch in der Persönlichkeit dieses Ludwigs angelegt. Die beiden sind Nachfahren von Carlsson auf dem Dach. Die rufen mit verstellten Stimmen die Kollegen von Ludwig an. Die sind im Grunde dazu da, zu tirisieren und zu schabernacken und zu irritieren. Und das tun sie nach Kräften, indem sie ja jede Art von Bankett, von sozialem Event unterlaufen. Angelika Klüsendorf hat eine Spezialität. Sie vermag autobiografisch zu erzählen, aber sie vermag sich selbst und ihre Umwelt Hundeschnauzen kalt zu servieren. Das liegt daran, dass sie extrem reduziert, deshalb sind diese Bücher, die haben alle so 160 Seiten etwa Umfang, so wirklich einen reduktiven Gehalt. Ich finde, diese Zusammenprall zwischen einer Ostbiografie und einer Westbiografie ist fantastisch. Und jetzt kommt's. Natürlich ist Angelika Klüsendorf auch berühmt dafür geworden, dass sie mit Frank Schirmacher, dem Herausgeber der FAZ, der dann Herausgeber wurde, verheiratet war. Und natürlich ist ihr Schreiben immer autobiografisch. Und wir können nun Jahre später, wenn wir wollen, durchaus auch als Schlüsselroman lesen. Die Frage ist, ob es angezeigt ist und was wir davon halten. Da bin ich gespannt. Frau Gasser. Mich interessiert das Nüsse, um es sehr platt zu sagen. Nüsse. Also mich interessiert das jeder mit... Das kenne ich noch nicht. Sagt man das in Österreich? Das sagt man und glaubt, Deutsch zu sprechen. Ah, mich interessiert das Nüsse. Also ich kenne, das ist mir Hupe. Also wenn das ein Österreicher sagt, glaubt er, der spricht Deutsch. Mich interessiert das nicht, weder mit wem die Autorin verheiratet war, noch mit wem irgendwas. Ich finde auch nicht, dass es relevant ist, dem Text umzuhängen, dass es eine Ost-West-Geschichte ist. Was es für mich vor allem ist, nein, ich finde, dass es eine Geschichte ist über zwei Figuren, die aus sozial sehr unterschiedlichen Milieus kommen. Das also ist Prekariat es. Und Kleinbürgertum. Genau. Und das ist es vor allem. Natürlich spielen diese Ost-West-Geschichten mit, ganz klar. Aber was viel mehr in den Fokus genommen wird, ist, dass die Kommunikation zwischen diesen zwei, natürlich, es ist eine leidenschaftliche Liebesgeschichte mit fatalen Dimensionen. Das als erstes. Aber vor allem zeigt dieser Text präzise, wahnsinnig schön gearbeitet auf, dass diese Überbrückung von Milieuunterschiedlichkeit offenbar nicht gelingen kann, zumindest in diesem Fall nicht gelingt. Und das auf erschütternde Weise. Das ist das, was mich im besten Falle des Wortes angerührt hat. Das mündet Text ja in einen Rosenkrieg, nämlich dieser machtgestützte Ludwig, der sagt ja dann im Scheidungsfall zu seiner Frau, du wirst sehen, was von dir übrig bleibt, wenn du dich nicht ohne mehr mein in meinem Glanz, Glanz mein sondern Glanz. Ganz, ich ja. zertrete dich wie einen Parasiten. Ja? Ja. Hier zeigt sich chauvinistische Macht nackt. Können wir das lesen, ohne ein bisschen an uns selbst zu denken? Ich muss gestehen, was ich lese, immer an mich selbst, aber ich kann auch den Voyeur in mir, wenn ich, egal was ich lese, ich kann ihn nie unterdrücken. Also diese souveräne, drüberschwebende Selbstbeherrschtheit, mit der Sie sagen,
das, was an diesem Roman Schlüsselroman ist, interessiert sie Nüsse, da würde ich heucheln, da würde ich lügen. Nein, natürlich war es eine überragende Figur, Frank Schirmacher, der deutschen Publizistik, und über ihn wurden so viele Geschichten erzählt, gruselige, dämonische, übergroße, eindrucksvolle Geschichten. Und jetzt kommt ein Roman, der von seiner, dessen Autorin mit ihm verheiratet war und eine Ehegeschichte und einen Rosenkrieg erzählt, der exakt zu diesem Bild auch irgendwie passt, dann kann ich nicht so tun, als hätte ich das nicht permanent bei jedem Satz, den ich lese, im Hintergrund. Und es lassen sich die Figuren ja auch genau aufschlüsseln. Das sind dann nicht die Kollegen des Ludwigs, sind dann keine Chirurgen in Hamburg, sondern eben Herausgeber oder Redakteure der FAZ. Aber, und das ist das Tolle, und Angelika Klüssendorf halte ich wirklich für eine ganz bedeutende, große Autorin. Das, was sie erzählt, ist gleichzeitig so exemplarisch erzählt. Mhm. Und sie geht vor allem mit sich selber mindestens so streng ins Gericht wie mit diesem, oder mit sich selber, mit der Figur April mindestens so streng ins Gericht wie mit dem Ludwig, dass die Schlüsselromanseite, obwohl ich sie permanent mitlese, dann eben noch nicht mehr die Rolle spielt, weil es ein exemplarisches Buch ist. Ein exemplarisches Buch über zwei hochinteressante Figuren, die beide irgendwie außergewöhnlich, exzentrisch sind. Beide nirgends verwurzelt sind. Die eine nicht verwurzelt in dieser DDR-Gesellschaft, das halte ich schon für wesentlich. Der andere nicht in dem Westen, aus dem er kommt. Und die sich auch quasi nach 1990, wenn sie dann durch Mecklenburg gehen, die erfinden sich quasi, die treffen sich in so einem imaginierten neuen Osten, der gar nicht der April ist, den sich aber der Ludwig so reindenkt, der alles immer historisch überprojizieren muss. Und das, wie das erzählt wird, finde ich hochspannend und großartig gelesen. Also jetzt, Isabel Kedinen, passt da hier was? Nee, und ich sage gleich... Und zwar, wenn ich Osten gesagt habe, haben Sie so... Nein. Das bezog sich nicht auf den Osten, sondern auf das davor. Ah, okay. Also, ich sage gleich mal, lassen Sie mich bitte ausreden. Ich stelle mich auf mal abwarten, was Sie sagen. Ich stelle mich auf den Felsen. Die Türen sind noch auf und ich schon mal Mangolds Gedanken. Ja? Müssen wir auch die Haustür aufmachen? Ich habe etwas ganz Gemeines gemacht. Ich habe nämlich... die dritte Person Singular, in der dieses Buch erzählt ist, ausgetauscht durch die erste Person Singular. Und da hat man einen Absturz der literarischen Qualität. Das spricht sehr für die formale Gestaltung, die Autorin gewählt hat. Ich würde gerne aussprechen. Und natürlich sieht man da, wie der Roman arbeitet. Nämlich er braucht diese Distanz, weil wir es eigentlich mit einer absolut egozentrischen Figur zu tun haben. Was aber doch entlarvend ist, wenn man dieses Ich einsetzt, dass man dann merkt, dass dies ein Text ist, der zusammengesteckt ist aus Tagebucheinträgen, journalhaften Einträgen, die irgendwie so zusammengeschoben sind. Also die Radikalität, die ich auch im ersten Moment meinte zu lesen, entlarvt sich dann als eher etwas Hilfloses. Ich finde diesen Text weder radikal noch irgendwie sonstige Adjektive, die gefallen sind, oder Zuschreibungen kann ich teilen. Das ist ein schlichter, sehr fein gearbeiteter Text für mich, hauptsächlich über eine weibliche Figur, die aus ihrer Beschädigtheit versucht, Wege zu finden und diese zwischenzeitlich mühevoll findet, um dann wieder in diese beschädigten Pfade zu treten, was aber nicht unbedingt trostlos ist, sondern sie versucht, auf der Welt zu sein. Für mich ist das die Geschichte einer durchschnittlichen Frau, die keine besonders privilegierten Verhältnisse hatte, aus denen sie kommt. Aber und durchschnittlich ist die ganze Biografie überhaupt nicht. Die kommt quasi von Kind von Alkoholikern, Vater... Ja, nein, aus unterprivilegierten DDR Verhältnissen so kommen. Ja, aber das gibt es vielfach. Erfindet sich dann als Schriftstellerin... Also, und das ist jetzt keine exzeptionelle Biografie. Ja. Was ist der aber eure Leben, unsere Leben, nein. Damit. Also, ich meine, also wir werden. Nein, wir werden. Ich finde, dass er gut gebaut ist. Ich finde, dass die Sätze stimmen. Ich habe kaum irgendwie rhetorische Figuren gefunden, die nicht stimmten. Und ich finde, dass der dramaturgisch gut gebaut ist. Man bleibt dran und viel mehr will dieser Text nicht. Ich glaube, der hat sich diese kleine Geschichte vorgenommen, die für viele groß gelesen wird. Aber letztlich ist es die Geschichte eben einer beschädigten Figur, die versucht, irgendwie Wege zu finden durch diese Welt. Die gerettet wird durch die Kunst. Und das genau. Ist die Geschichte von Jahre später von Angelika Klüssendorf, erschienen im Verlag Kiepenheuer-Witsch. Und wir haben nun wahrlich kein triviales Werk zum Abschluss unserer Runde. Wir haben Joshua Coens Buch der Zahlen, das Itchumar Mangold vorstellt. Ich bin ganz gespannt, nachdem wir haben uns ja heute ungewöhnlich stark schon verausgabt in unseren Meinungsverschiedenheiten. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann schaffe, so ein intellektuelles Schwergewicht, wie das neue Buch von Joshua Coen, Buch der Zahlen, fraglos ist, ob ich noch in der Lage bin.
es angemessen zu präsentieren. Der äußere Rahmen ist relativ einfach. Joshua Cohn, durchaus schon bekannt als eine der großen Hoffnungen der amerikanischen Gegenwartsliteratur, ich glaube, er ist sowas wie Jahrgang 1975, hat mit dem Buch der Zahlen ein in gewisser Hinsicht vielleicht postmodern anmutendes Buch geschrieben, das sich mit der Welt des Internets, mit den großen Konzernen, hier vermutlich Google, auseinandersetzt, dies aber in einer sehr eigensinnigen, originellen Form tut. Nämlich, und das ist relativ leicht zu erklären, es gibt drei Joshua Cohns. Der eine Joshua Cohn ist der Verfasser dieses Romans. Der andere Joshua Cohn ist der Protagonist in diesem Buch und der Ich-Erzähler. Der hat einen bedeutenden, wie er fand, bedeutenden Roman geschrieben, der im September 2001 in den USA erscheinen sollte. Kam dann auch raus. Leider sind an dem Tag zwei Flugzeuge in die Tower des World Trade Centers geflogen. Und deswegen hat sich dann niemand für die Neuerscheinung dieses bedeutenden jungen Schriftstellers interessiert, was ihn sehr verbittert und zweifeln lässt an vielem. Und es gibt einen Namensvetter von Joshua Cohn, der ist der Gründer und Besitzer und Chef eines gigantischen Internetunternehmens, das Tetration heißt es, was kann man sich ungefähr vorstellen, ist wohl eine Suchmaschine, wenn ich das richtig verstehe, ein bisschen wie Google vorstellen. Und dieser Joshua Cohn fordert nun seinen Namensvetter, den gescheiterten Schriftsteller, auf, als sein Ghostwriter seine Geschichte zu erzählen. Und daraus nun setzt sich dieses Buch der Zahlen zusammen. Es gibt Begegnungen zwischen den beiden Joshuas, es gibt Transkriptionen, wo das, was der Internet-Joshua erzählt, dann von dem Schriftsteller Joshua aufgeschrieben wird. Es werden auch jeweils die Geschichten Joshuas trauriges Beziehung zu seiner Ex-Freundin, die eine Werberin war, ebenso wie der Buddhismus des Internet-Joshuas erzählt. Und das Ganze soll... heißt auch deswegen Buch der Zahlen, weil es versucht, diesen gewaltigen Kultursprung irgendwie literarisch zu fassen, den das Netz darstellt. Das Netz ist ja als digitales, ist etwas Digitales, das heißt, es kommt ja aus mit den zwei Ziffern 0 und 1. In dem Kulturmodell, das der Schriftsteller Joshua Cohn hier entwirft, wird gewissermaßen die Welt der Buchstaben im digitalen Zeitalter abgelöst durch die Welt der Zahlen. Und er fragt, was da noch erzählbar ist und wie die Welt erzählbar ist. Das Ganze ist hochanspruchsvoll. Er erfindet quasi eine eigene Sprache, bei der man den Hut abziehen muss, dass es Robin Dethje gelungen ist, sie ins Deutsche zu übersetzen. Ich bin überzeugt, dass dieser Autor hochintelligent ist und keiner dieser Sätze, von denen ich zwei Drittel nicht verstehe, keiner dieser Sätze wird irgendwie sinnlos sein. Sie werden alle in ihrem Verweissystem eine sinnvolle Funktion haben. Ich bin als Hermeneut aber zu oft gescheitert, als dass ich jetzt sagen könnte, mehr als höchsten Respekt bringe ich dem Buch der Zahlen von Joshua Cohn entgegen. Darf ich gleich ansetzen? Bitte. Sie haben das toll gemacht, ja, und es strengt mich trotzdem ungeheuer an, wie dieses Buch selbst auch. Ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt hinstellen und das Gleiche, was ich jetzt sozusagen gegen dieses Buch sagen würde, auch für dieses Buch sagen. Ja. Es zwingt mir eine Komplexität auf, die mich sowieso im Alltag natürlich auch begleitet. Es findet für diese Komplexität, von der es erzählen will, und ich verstehe die narrative Ambition durchaus, mir geht es genauso wie Ihnen, ich verstehe vieles von dem, was hier auf den Seiten steht, nicht, aber das wäre nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich tatsächlich die Frage an den Text stelle, zwingt er mich zu diesem Respekt, den ich auch geneigt bin, ihm zu zollen, oder ist das schon ein Give-in, das ich in Frage stellen müsste. Und ich habe das Bedürfnis, in diesem Fall zu sagen, ich frage mich, ob dieser Text tatsächlich diesen Respekt braucht und zu Recht fordert. Mir ist nämlich, als ich das gelesen habe, ein Satz von Franz Schuh eingefallen, der einmal sagte, Kunstwerke müsse man nach ihrer Grazie beurteilen. Franz Schuh ist ein österreichischer Essayist, Autor, einer der herausragendsten, die Österreich hat, wie ich finde. Und der hat gemeint, eben Kunstwerke müssen nach ihrer Grazie beurteilt werden. Und Grazie stellt sich so dar, dass es eine Balance geben muss zwischen dem Zweck und den Mitteln der Kommunikation. Und es muss diese Balance geben. Und ich stelle in Zweifel, dass es diese Balance in diesem Fall gibt. Frau Wilke. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube,
Spaß gewinnt man in diesem Roman nur, wenn man sich auf seine Struktur einlässt. Also es ist ein Buch für Detektive und für Forscher. Wenn man sich unterhalten will, ist das nichts. Aber ich muss sagen, das finde ich schon beeindruckend. Und es geht ja sehr viel weiter. Es ist ja auf sehr vielen Ebenen miteinander verflochten. Es ist ja nicht nur so, dass er die Wortkultur gegen die digitale Kultur der Zahlen stellt, weil das Buch der Zahlen ist ja ein sehr alter Text. Damit spielt er auf das vierte Buch Mose an und das dreht alles noch einmal um. Und man kann es als Schlüsselroman sogar lesen, wenn man es bezieht auf dieses vierte Buch Mose. Die Figuren haben alle Namen aus dem biblischen Text. Und insofern sieht man auch das Vorbild. Das Vorbild ist der Ulysses von Joyce, würde ich sagen. Und das vierte Buch Mose, muss man vielleicht noch dazu sagen, sind die 40 Jahre. Genau. Und die 40 wiederum spielt auf allen Ebenen dieses Romans eine Rolle. Dann kann man wieder sagen, die 40 ist die Quersumme ist 4, das ist die Zahl der Vollendung und gleichzeitig des Todes. Dann sind wir wieder zurück auf der inhaltlichen Ebene und haben den Völkermord, der auch noch erzählt wird, sowohl im biblischen Text als eben auch in diesem Roman. Also auf all diesen Spuren und Fährten ist dieses Buch hochspannend. Und trotzdem würde ich Ihnen auch zustimmen, dass man gleichzeitig das Gefühl hat, hinter jedem Wort, wo man denken müsste, da steckt ganz viel, steckt aber nichts. Man rennt ständig in eine Leere hinein. Und ich glaube sogar, dass Joshua Cohen das durchaus mitgedacht hat. Also, dass wir nichts dahinter haben sollen. Aber das macht einen, mich als Leserin zumindest, auch so unzufrieden. Man wird nicht satt von diesem Buch. Ja, dieses Buch steht ja in einer Tradition. Und jetzt müssen wir ein paar Hausheilige der Postmoderne herbeizitieren. Thomas Pynchon. Oder David Foster Wallace. Das sind natürlich die Konkurrenten, die diese großen Romane geschrieben haben. Thomas Pynchon, Die Enden der Parabel. David Foster Wallace, der ist wirklich Pate mit unendlicher Spaß, Infinite Jest. Ich glaube, Itamar Mangold, es ist nicht Google allein, sondern es ist schon Steve Jobs. Also Tetration ist ein Konzern, der halb Apple ist und halb Google, also so eine Art Software und über Hardware, ja. Apple. Und er erzählt die Geschichte des PCs, der Software und der Hardware. Das ist das große, das ambitionierte Programm. Und das macht er natürlich formal mit dieser, jetzt wiederum an Philip Roth erinnernden, postmodernen Widerspiegelung von ich bin der Autor, ich heiße Joshua Cohen, meine Hauptfigur ist auch Autor, der heißt genauso wie ich. Und der Porträtierte der Biografie ist eben nun dieser Soft- und Hardware-Titan, Steve Jobs à la Joshua Cohen. Das kann man machen, aber es gibt einen fundamentalen Unterschied zu den Werken von Thomas Pynchon in meinen Augen und von David Foster Wallace, die ich wirklich liebe und verehre. Die schaffen es, einen emotionalen Hallraum ihren Figuren mitzugeben, die Foster Wallace, indem er sie alle zu Süchtigen macht, beispielsweise, das sind ja stark beschädigte Menschen, während ich mir doch, also mich sehr schwer tat, mich für die Pappkameraden hier wirklich zu interessieren. Ja? Natürlich haben die eine Biografie, aber sie bleiben irgendwie merkwürdig flach in diesem Roman. Und ich frage mich einfach, woran liegt das? Weil der Aufwand, der auch sprachliche Auswahl, der Autor ist stupend gebildet. Der hat nun wirklich... Nein, Moment. Wissen Sie, hier sind die meisten Romane im Deutschen zu doof, zu flach, zu trivial, zu seicht. Da ist es schon mal sehr angenehm, echter Intelligenz zwischen zwei Buchdeckeln zu begegnen. Und Joshua Cohen ist fabelhaft intelligent. Und er kann auch wirklich sehr gute Witze erzählen, zum Beispiel. Er hat enorm viele Sprachsorten, das ist ja ein Mosaik. Aber woran liegt es, dass diese Figuren nicht wirklich leben und atmen? Ganz also kurz, er erzählt auch zu viele Witze, ein Problem, das viele Witzeerzähler haben. Stimmt. Man kann da nicht aufhören. Also entweder kann das nicht, die Figuren so zu erzählen, oder es ist halt Kalkül. Er will es nicht. Es kommt ja, es wird ja ausgesprochen im Roman. Die Schriftstellerfigur, ich will keine Figuren erzählen, ich will keine Dialoge erzählen. Das heißt, das ist ein Buch der Konstellation und Konfiguration. Und das ist das, was den Autor offensichtlich interessiert und was ja auch grandios ist. Ich erinnere mich daran, dass vor ein paar Jahren die New York Times Autorinnen gefragt hat, wie denn die Digitalisierung auf ihr Schreiben wirkt. Und denen ist nicht mehr eingefallen, als zu sagen, meine Figuren haben jetzt Handys in der Hand. Das ist unterkomplex. Das kann man Joshua Cohen nun weiß Gott nicht vorwerfen. Er hat wirklich eine literarische Reaktion gefunden, da auf diese
Veränderung durch die Digitalisierung, die Insider ja bezeichnen als die erste kulturelle Veränderung seit der Erfindung des Feuers. Jetzt könnte gibt man in diesem Roman eine Beschreibung der Frankfurter Buchmesse. Ja, das ist grandios. Und allein dafür grandios. Möchte ich den Roman ja mit Hinblick auf die Leipziger Buchmesse ja schon empfehlen. Aber wie fanden Sie die? Das ist das beste Stück, finde ich, in diesem Roman. Das ist grandios. Also wie dieses Frankfurt seziert wird auf seine Abgründe hin, ist glorreich. Ich möchte nur das kann ich als Frankfurter nicht unterstützen. Da sagt Patriotismus, wir wären wieder Agentin bei Patria. Ihrem Autor, weißt du, warum wir nach Frankfurt nie Autoren einladen? Weil die Autoren nicht begreifen, dass Bücher ein Geschäft sein können. Schön. Darf ich nur trotzdem noch, wenn ich das so nicht stehen lassen möchte, weil Sie gesagt haben, dieser Autor ist ungeheuer intelligent und gebildet und ich meinte schrecklich. Das ist natürlich zu unterstützen. Ich bin dafür, dass Autoren gebildet sind und dass Prosa gebildet ist und weiß, in welchem Kontext sie geschrieben wird. Aber ich finde, dass eben dieses schrecklich bezog sich darauf, dass ich finde, dass daraus nicht Literarizität gewonnen wird in diesem Text, sondern eben eine Überkomplexität, die einen erschlägt beim Lesen. Was aber übrigens ja auch imitiert, wie die Internet, wie die sozialen Netzwerke, wie das Internet vorgeht. Klar, das ist also, Der Mount Everest hat ja, der kann ja auch nichts dafür, dass er sich zu Sonntagsspaziergängen nicht eignet. Ja, das ist eben ein verdammt hoher Berg und wer darauf will, der sollte Sauerstoffgerät mitnehmen. Frage, wie toll ist der Ausblick von oben? Und wenn der so wahnsinnig toll ist, lohnt sich der Aufstieg. Aber Joshua Cohns Buch Der Zahlen gibt es auch immer wieder tolle Ausblicke, aber für die Anstrengungen, finde ich, sind es nicht ausreichend viele. Ich habe mir sagen lassen, der Ausblick auf Mount Everest ist gar nicht so toll. Das reden Sie sich schön, weil Sie nicht die Hoffnung haben, da je noch hochzukommen. Das Buch der Zahlen kann man verteidigen, wenn man es mit einem anderen Roman eines amerikanischen Gegenwartsautors vergleicht, der auch versucht hat, das Thema Internet, Digitalität. Dave Eggers The Circle, wollen Sie ja sagen. Kann man aber nicht vergleichen. Und das ist natürlich ein Buch, das so unterirdisch, unterkomplex ist. So ein Schwachsinnsroman, sondern gleich The Circle heißt der. Dann ist mir natürlich sogar 700 Seiten Joshua Cohn lieber als Dave Eggers. Richtig. Hier das ist irrt richtig. Natürlich schon mal Mangold wieder. Können wir jetzt nicht korrigieren. Was wir aber können, ist zum Ende noch jeder einen Literaturtipp geben von einem Buch, das wir besonders herausragend finden. Katja Gasser, was haben Sie für uns? Bevor ich das mache, ganz kurz mein Tipp. Es gibt in diesem Buch von Joshua Cohn einen Satz, der auf Österreichisch im Wiener Dialekt niedergeschrieben ist, wie Sie sicher sehen werden, weil dieser Text spielt auch maßgeblich in Wien. Und ich sage Ihnen den nur vor, damit Sie wissen, wie der wirklich lautet, weil die Chance hat man jetzt nur einmal. Nämlich herrscht oder du Penner, was wüsst. Das musste mal im deutschen Fernsehen gesagt werden. Das musste mal hier gesagt werden. Ganz kurz, Thomas Stangl, österreichischer Autor, einer der herausragendsten Autoren des deutschen Sprachraums, wie ich finde, seiner Generation, sein neuer Roman Fremde Verwandtschaften, erzählt von einem Architekten, der auf eine Fachkonferenz nach Westafrika geschickt wird. Das Weiterstrecken dieses Romans spielen an einem fiktiven Ort in Westafrika. Das Schöne an diesem Buch ist aber, dass es nichts mit Westafrika zu tun hat, nämlich von einem Mann erzählt. Es ist unspannend für Sie wahrscheinlich bis ins Letzte. Es spielt wenig mit Spannung. Nein, es geht um die existenzielle Erfahrung von grundlegender Fremdheit. Dieses Obdachlosigkeit. Ja, ich meine es nicht ironisch. Was dieser Text kann, finde ich, und überzeugend macht, ist, dass er diese verunsichernde Kraft des Erzählens von Literatur überhaupt herzeigbar macht. Und ich finde, dass man diesen Roman und Thomas Stangl in jedem Fall lesen sollte. Eine Geschichte von grundlegender Verunsicherung in Zeiten, die sich zunehmend wieder auf sichere Positionen zurückziehen. Insa Wilke, was haben Sie mitgebracht als Ihr Buchtipp? Ich habe Hamed Abboud, Der Tod backt einen Geburtstagskuchen, mitgebracht, weil wir ja oft dicke Romane haben und ich die kleine Form so liebe. Und dies sind Texte, die auf großartige Weise das Groteske und das Absurde beherrschen. Es sind Texte, die sich zudem verbinden mit realer Erfahrung, mit der Veränderung der Welt im Krieg,
als in eine groteske und absurde Welt. Hamid Abud lebt inzwischen in Wien. Er ist Syrer und dieses Buch atmet den Geist, den die Demonstrationen in Syrien 2011 noch hatten. Da waren sie nämlich geradezu künstlerische Interventionen und man hat natürlich inzwischen ganz vergessen, wie das alles mal angefangen hat. Und diesen Geist der künstlerischen Intervention, den haben diese Erzählung und zugleich den ganzen verzweifelten Schrecken der Kriegserfahrung. Also großartige Texte. Es ist eine Ausgabe, übersetzt von Larissa Bender, aber arabisch und deutsch, in dem kleinen Verlag Pudel und Pinscher erschienen. Und ich kann es nur empfehlen. Ijeomar Mangold, Ihr Buch, das Sie möglichst vielen Leserinnen und Lesern ans Herz legen wollen. Ja, Leute, die Blut sehen können. Ein Horrorroman. Ein Horrorroman, fast. Pauline de Bock ist eine niederländische Schriftstellerin und Übersetzerin. Die Antwort auf Bambi. Die blutrünstige Antwort auf Bambi. Und Pauline Bock hatte vor Jahren einen Roman schreiben wollen, in dem eine Jägerin eine große Rolle oder die Hauptrolle spielen sollte. Und deswegen wollte sie etwas über die Jagd erfahren. Und sie hatte immer schon, das ist jetzt in der Realität, das ist ein autobiografischer Text, also ein Bericht, einen alten Kuhstall in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie beschloss, da einen Jagdschein zu machen und leckte plötzlich, wie man so sagt, Blut von der Jagd. Und über diese Jagdleidenschaft, von dieser Jagdleidenschaft, die sie jetzt seit 5 Jahren begleitet, sie verbringt die Hälfte des Jahres in Mecklenburg, nicht mehr in Amsterdam. Morgens wacht sie auf aus in ihrem Kuhstall, liegt das Bett oben so, dass sie in 3 Richtungen in die Natur schauen kann. Denn es gibt, das wissen wir Städter nicht, immer was zu sehen. Wenn sie erstmal die Augen aufmachen, stellen sie fest, es gibt so viel Wild in der Natur, dass egal wo sie hinschauen, ist hier ein Dammhirsch und da ein Eber und da ein Hase und dort ein Fasan. Und von dieser Jagdleidenschaft erzählt das Buch Beute, mein Jahr auf der Jagd. Und ich warne Sie, wenn Sie es lesen, begeben Sie sich in die Gefahr, möglicherweise bald selber einen Jagdschein machen zu wollen. Horrido. Nature Writing ist das Stichwort der Stunde, der internationale Trend. Und ich habe auch einen Text aus diesem Bereich, aber einen klassischen Ratgeber von Christian Feierabend im Piper Verlag erschienen. Garten ist Krieg. Wir leben ja in Zeiten, wo uns die Natur so weich gestreichelt entgegenkommt, wo man plötzlich nicht mehr von Ungeziefer redet, sondern von Wildgeziefer. Hier hat ein Autor mal eine radikal andere Position und denkt mit Clausewitz, mein kleiner englischer Cottage-Garten ist nichts anderes als eine Kriegszone. Und wenn ich den Garten als Paradies durchsetzen möchte, dann befinde ich mich im Krieg gegen den Girsch. Und dieser Christian Feierabend hat eben auch die Sprachgewalt von Pionierpflanzen, von der Knoblauchsrauke, von dem Gänseblümchen oder dem Breitwegerich und anderen Störenfrieden zu schreiben, als wäre es Krieg und Frieden. Ja. Ich habe das mit ganz großem Vergnügen gelesen und werde mich in diesem Frühjahr jetzt wieder über meinen Garten hermachen und ich empfehle es Ihnen sehr. Ich darf mich bei den Teilnehmern unseres Lesenswert-Quartetts bedanken, bei unserem Gast Katja Gasser, bei Insa Wilke, bei meinem Kollegen Ijeomar Mangold. Wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend.